Konkret wird Ihnen präsentiert von der Flughafenregion Zürich, einem Wirtschaftsnetzwerk mit Leidenschaft in der dynamischsten Region der Schweiz. Ein längst überfälliger Schritt oder ein Rentenabbau zulasten der Frauen. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, ich begrüße Sie zum Abstimmungskonkret zu der AHV-Reform vom 25. September. Die AHV braucht dringend Geld. Immer mehr Menschen gehen in Pension und Rentnerinnen und Rentner leben länger. Der Bund prognostiziert, dass die Ausgaben in den nächsten 10 Jahren um weitere 16 Milliarden auf insgesamt 63 Milliarden ansteigen werden. Mit dieser AHV-Reform soll jetzt mehr Geld in die Kasse fliessen. Machen will man das einerseits mit der Erhöhung des Frauenrentenalters von aktuell 64 auf 65. Und weil diese Massnahme allein nicht reicht, soll auch die Mehrwertsteuer um 0,4 auf 8,1% erhöht werden. Über die Steuererhöhung wird in einer separaten Vorlage abgestimmt, weil sie als Steuervorlage auch ein Ständemehr braucht. Nur bei einem doppelten Ja kommt die Reform überhaupt in Einsatz. Die SP und Gewerkschaften haben das Referendum zu dieser Vorlage von der AHV-Reform ergriffen. Ja, und jetzt diskutieren wir Pro und Contra. Ich freue mich auf meine Gäste, Matthäa Meier, Co-Präsidentin der SP Schweiz und Zürcher Nationalrätin. Sie lehnt die Vorlage ab, weil sie schlicht die Leistung der Frauen nicht respektiert. Und bei uns ist auch der Matthias Müller, Präsident der Jungfreisinnigen Schweiz. Er unterstützt die AHV-Reform, weil die Frauen nicht in der AHV, sondern in der zweiten Säule benachteiligt sind. Grüezi miteinander. Grüezi. Frau Meier, wir werden alle immer älter, die Frauen sogar noch ein bisschen mehr wie die Männer. Was ist ungerecht daran, dass wir jetzt alle miteinander gleich lang arbeiten sollen? Also ganz grundsätzlich ist es ja mal schön, dass wir alle älter werden, weil das heisst, dass man länger hoffentlich das Leben kann geniessen kann. Aber um das geht es jetzt ja nicht ganz konkret in dieser Vorlage, sondern in dieser Vorlage geht es am Schluss darum, ob nicht meine Generation oder unsere Generation, sondern die Generation von unseren Müttern, die ein Leben lang gekrampft haben, Kinder großgezogen haben, häufig schlecht bezahlte Teilzeitjobs hatten, vielleicht kaum sind Kinder draußen gewesen, ihre kranken Eltern gepflegt haben, die Enkelkinder betreut haben, ob all diese Frauen, die wirklich schon viel geleistet haben, müssen noch länger arbeiten und mit dem ein Jahr weniger AHV-Rente beziehen. Die Vorlage hat pro Frau ein Preisschild von 26'000 Franken. Und ich bin nicht bereit, die Generation von Müttern zahlen zu lassen für die AHV und will, dass ihre Arbeit mehr respektiert wird. Und die Übergangsgeneration, auf den Detail kommen wir noch zu reden, aber man hat mal gesagt, genau, um so eine Abfederung zu machen, machen wir eine Übergangsgeneration. Das reicht nicht, oder? Also gerade die Übergangsgeneration zahlt der AHV mehr Geld. Man schaut, oder? Die AHV nimmt mit dieser Vorlage 7 Milliarden Franken mehr ein bis 2032. Das Geld, da sind wir hoffentlich uns einig, geht nicht vom Himmel. Das zahlt irgendjemand und das sind die Frauen, das sind die Ehepaare von dieser Übergangsgeneration, die, wie gesagt, ein Preisschild von 26'000 Franken im Schnitt pro Frau hat. Und das finde ich nicht in Ordnung. Und die Kompensation tut das nicht aufheben? Das hebt es nicht auf. Nehmen wir ein ganz konkretes Beispiel von einer Pflegefachfrau, die Kinder hat, immer Teilzeit gearbeitet hat, die kann sich heute schon entscheiden, erst mit 65 in Rente zu gehen. Die hat dann eine höhere Monatsrente, als sie heute mit dieser Vorlage hätte mit 65. Und ich finde es einfach nicht okay, wenn man gerade so Frauen zahlen lässt, obwohl man weiss, dass Frauen ein Drittel weniger Rente haben wie die Männer in unserem Land. Gut, also auf dem Buckel der Frauen, Matthias Müller, sagt Frau Meier, das tönt schon nicht so ganz gerecht, wenn man jetzt die Ausführungen ein bisschen anhört. Das ist falsch, das finde ich nicht. Steht auf dem Buckel der Frauen. Ich habe hier heute extra mitgenommen den Gastkommentar von Rudi Strahm, Kollege von der Matthäa Meier, ehemaliger Preisüberwacher der Schweiz, ehemaliger SP-Nationalrat, der da schreibt, ich zitiere wörtlich, ich habe kein Verständnis, wenn im Zusammenhang mit der AHV-Vorlage vom September vom Sozialabbau oder Raub an den Frauen geredet wird. Das sagt der Rudi Strahm und ich teile die Auffassung, weil es ist eine korrekte Analyse, die er trifft. In der ersten Säule, und wir reden heute nur über die erste Säule in der AHV, sind die Frauen nicht benachteiligt. Ich möchte einfach zwei Zahlen nennen, die das unterlegen.
66% von allen Beiträgen, von allen Lohnbeiträgen, die in die AHV fliessen, stammen von uns Männern. Aber über die Hälfte der ganzen Rentensumme fliessen ab Frauen. Also da sieht man, die AHV ist frauenfreundlich. Sie hat nichts mit Raub an den Frauen, nichts mit Abbau oder auf Kosten der Frauen zu tun, im Gegenteil. Was wir mit dieser AHV-Vorlage machen wollen, und das Ziel dürfen wir nicht vergessen, es geht um eine Stabilisierungsvorlage. Weil wir haben ein grosses Problem, der AHV fehlt Geld. Wenn wir keine Reform machen, tut die AHV schon sehr bald tiefrote Zahlen schreiben. Ich nehme einfach die Finanzprognose von deinem Bundesrat Alain Berset, der uns sagt, dem Schweizer Volk, ab 2025, wenn wir keine Reform haben, schreibt die AHV Jahr für Jahr für Jahr Defizit. Bis im Jahr 2032 werden wir ein kumuliertes Defizit haben von 18 Milliarden Schweizer Franken. Und was ich will sagen ist, das sind Schulden zu Lasten von meiner Generation, von der jungen Generation, die das ausbaden muss. Und der letzte Satz ist, seit 25 Jahren, seit einem Vierteljahrhundert, haben wir es nicht geschafft, die AHV an die neue Realität anzupassen. Und darum müssen wir jetzt handeln. Und handeln heisst Verantwortung übernehmen. Auf die Finanzierung oder auf die Kosten kommen wir noch, Frau Meier. Also Sie haben gesagt, es ist jetzt total konträr anders. Sie sagen, es geht über 20'000 Franken pro Jahr weniger. Und er sagt, nein, stimmt alles nicht. Ja, was mache ich jetzt als Zuschauerin? Also, dann muss einfach Matthias Müller erklären, wie denn die 7 Milliarden Franken zustande kommen, wo die Übergangsgeneration bis 2032 der AHV zugutekommt, wer die zahlt. Und das sind die betroffenen Frauen und die betroffenen Ehepaare. Also, das Geld geht einfach nicht vom Himmel. Und noch zu der Bemerkung, ja, die AHV-Rente der Frauen ist nicht ähnlich hoch wie die AHV-Rente der Männer. Das hat aber einen einfachen Grund. Und den Grund weisst du auch, dass die AHV die einzige Sozialversicherung ist, wo die unbezahlte Betreuungsarbeit und die unbezahlte Arbeit, die man leistet, wenn man kranke Angehörige pflegt, genau, Rentenbildend berücksichtigen. Das ist nach wie vor leider ein grosser Teil der Frauen, die die Arbeit leisten. Aber Matthias, das ist und ja gut, dass man das macht. Und was halt trotzdem kein Geiss wegschlagen kann, ist, dass die Frauen trotzdem eine sehr tiefe Rente haben. Jede zweite Frau in diesem Land lebt von weniger als 3'000 Franken Rente, Pensionskasse inklusive. Und das sind dann die Frauen, die mir schreiben, ich meine, du wirst ja auch in deinem Umfeld haben, die sagen, ich habe Angst vor meiner Pensionierung, weil ich nicht weiss, mit was für Geld ich mit meinem Enkelkind in den Zug gehen. Aber da wären wir wieder bei der zweiten Säule, oder? Also die Problematik ist eigentlich, also man kann die Diskussion, wenn man sagt, man schaut die Rente an, die eine Frau am Schluss hat, kann man sie nicht losgelöst von dieser zweiten Säule führen. Selbstverständlich, oder? Muss man das Problem auch in der zweiten Säule lösen. Dort sind gerade eure Leute im Ständerat leider die sagen, bei der zweiten Säule, am Schluss haben wir dann noch nicht, keine Lösung, ist uns egal. FDP-Ständerat Rudi Noser hat genau das gesagt. Am Schluss haben wir dann keine Reform in der zweiten Säule, keine Verbesserung in der zweiten Säule. Und das finde ich höchst problematisch, dass wir Frauen, die wirklich so viel leisten, ich immer auch deine Mutter hat ihm ganz viel geleistet, damit du heute kannst da sitzen und gross sein, dass diese Arbeit mehr Respekt genau, erfährt, auch von uns Jungen. Ja, sie stimmt eben ja. Warum? Weil eben die AHV so ein gutes System ist und es geht eben um die Sicherung von der AHV. All das, was du gesagt hast, mit den Erziehungsgutschriften, mit den Betreuungsgutschriften, das wollen wir ja auch in Zukunft behalten. Aber wir müssen dem Vorsorgewerk Geld zuführen, weil das Geld geht dort raus. Wir haben in den nächsten 20 bis 30 Jahren 1 Million mehr Rentnerinnen und Rentner in diesem System. Und du weisst es, Matthias, und ich weiss es, die Rente von diesen Millionen Leuten ist heute nicht finanziert und wir müssen sie finanzieren. Noch kurz etwas zu dem Preisschild von wegen 26'000. Ich möchte einfach dazu zwei Sachen kurz sagen und dann interessiert mich deine Antwort darauf. Erstens, es ist ja wirklich wichtig festzuhalten, keine einzige Rente, die Monat für Monat ausgezahlt wird, wird gekürzt. Das stimmt das nicht. Ist korrekt. Das stimmt nicht. Nein, es wird keine Rente gekürzt. Die Frau, die eine Rente bekommt pro Monat, die Rente hat heute eine Höhe und sie hat morgen eine Höhe und die wird nicht gekürzt. Jetzt kommst du und sagst, es fehlt 26'000 Franken, weil die Frauen neu von 64 auf 65 arbeiten müssen. Ja, das ist richtig. Sie arbeiten neu länger, sie arbeiten gleich lang wie wir Männer, Matteo. Und während dem Jahr, wo sie länger arbeiten, haben sie vielleicht keine Rente, aber sie haben Lohn. Sie haben mehr Lohn, sie haben ein Jahr länger Einkommen, sie haben ein Jahr mehr Beiträge in die zweite Säule, Arbeitnehmer, Arbeitgeber,
Beiträge, doppelte Altersgutschriften. Sie haben ein Jahr mehr Verzinsung auf dem Alterskapital. Das heisst doch für die Frauen mehr Rente, nicht weniger Rente. Und noch ein letzter Punkt. 9 Frauenjahrgänge, die Jahrgänge auch von meiner Mutter, die werden ein Leben lang höhere Rente haben als mein gleichaltriger Vater. Das ist die Übergangsgeneration. Genau, auf die kommen wir nochmal. Ja, also ich bin mehr Rente, nicht weniger Rente. Ich war von dieser Vorlage dabei gewesen, im Gegensatz zu dir. Eine Frau kann sich heute schon entscheiden, bis 65 zu arbeiten. Kann sich heute schon entscheiden, ein Jahr länger zu arbeiten, ein Jahr längere Pensionskasse einzahlen. Und diese Frau hat mehr monatliche Rente heute als in Zukunft, wenn sie mit 65 geht. Ich kann dir die Zahlen gerne zeigen. Jede zweite Frau von der Übergangsgeneration hat eine schlechtere Monatsrente als bei Status Quo. Das könnt ihr einfach wegdiskutieren. Das ist nur mal einfach Fakt. Status Quo vergleichen mit einer neuen Vorlage. Der Punkt ist, die Frau wird mit dem neuen System in der ersten Säule nicht anders behandelt als die Männer. Das ist Fakt. Sie wird nicht anders behandelt als die Männer. Und um das geht es mir. Es ist auch eine Modernisierungsvorlage. Gleiches Rentenalter für die Geschlechter. Ich finde es hoch irritierend, Matteo, dass du und ich, wo ihr noch zu der jüngeren Generation zählt, über das diskutieren müssen, dass wir nicht das gleiche Rentenalter haben. Meine Schwester, die ein Jahr jünger ist als ich, 29, die hat einen Zwillingsbruder. Beide sehen nicht ein, warum dass sie beide ein ungleiches Rentenalter haben. Die finden das ungerecht. Und die Ungerechtigkeit müssen wir ein für alle Mal aus der Welt schaffen. Und da müssen wir endlich mal Hand bieten. Gleichstellung. Geht es um das gleiche Rentenalter oder geht es um Konditionen, die ihnen nicht passen? Zwei Sachen. Erstens, ich weiss, es geht auch nicht um unsere Generation. Ich bin mir auch bewusst, ich will gleich lang arbeiten wie mein Partner. Das hat aber auch einen Grund, dass wir endlich hoffentlich etwas erfolgreich werden mit der Gleichstellungspolitik. Und da zähle ich, gerade wenn du sagst, Gleichstellung ist dir so wichtig, zähle ich auf euch, dass man mehr bezahlbare Kita-Plätze hat, dass man eine gerechtere Verteilung von unbezahlter und bezahlter Arbeit hat, dass deine Männergeneration mehr Arbeit zu Hause auch leistet und dass wir endlich mehr Lohngleichheit erreichen können. Bei dieser Vorlage geht es aber nicht um das. Wir haben vor 5 Jahren Ja gesagt zu einem höheren Rentenalter für Frauen, 65, weil die Vorlage gestimmt hat, weil es permanente Rentenverbesserungen der ersten Säule gegeben hat. Und von dem profitieren die Frauen, weil nach wie vor jede vierte Frau nur die AHV-Rente hat. Also müssen wir die AHV stärken und nicht abbauen, wie das aktuell passiert mit dieser Vorlage. Mit dieser Vorlage. Und nochmal, in der AHV haben die Frauen sogar statistisch betrachtet 20 Franken mehr Renten als die Männer. Den Frauen geht es heute in der ersten Säule schon gut. Und Matteo, in der Verfassung haben wir einen Artikel, der lautet, die tatsächliche und die rechtliche Gleichstellung. Und das wollen wir jetzt ein für alle Mal machen. Okay, in der Verfassung haben wir auch einen Artikel, der sagt, AHV-Renten sind existenzsicher. Genau, ist AHV-Renten mit 2400 Franken existenzsicher? Wenn du Nein sagst zu dieser Reform, haben wir ein Gleichstellungsproblem anderswo, wo ich gerne meine Aufmerksamkeit darauf wende, haben wir nicht gelöst und haben auch kein Problem mit der AHV gelöst. Darum tun endlich Ja sagen aber, zu der Gleichstellung. Frau Meier, ich will noch mal auf die Verknüpfung AHV und Pensionskasse. Für alle Frauen oder für jeden von uns ist es eigentlich am Schluss wichtig, was habe ich unter dem Strich und sekundär von wo kommt es, sondern ich muss rechnen, das kriege ich. Wenn wir jetzt mit dieser AHV, wir haben gesagt, die ist nicht mehr existenzsicher, sie ist auch nicht mehr 80% existenzsicher, wie man einmal gesagt hat. Das allein bringt jetzt unter dem Strich den Frauen, wenn ich sie richtig verstehe, ohne eine Anpassung, in der zweiten Säule, wo man eben darauf eingeht, auf Teilzeitarbeit, wo man die komische Finanzierung mit dem Koordinationsabzug nicht anpasst, bringt mir am Schluss unter dem Strich gleich nicht mehr. Oder habe ich Sie falsch verstanden? Also ganz grundsätzlich profitieren die Frauen von der AHV, wie übrigens 93% der Gesamtbevölkerung von der AHV profitiert, indem sie weniger einzahlen, als sie daraus bekommen. Also müssen wir die AHV stärken. Auch die AHV ausbauen, mit zum Beispiel der 13. AHV-Rente, weil nach wie vor jede vierte Frau nur die AHV-Rente hat. Und sie endlich, wie das übrigens die Bundesverfassung eben auch vorgesehen, existenzsichernder zu machen. Und die Probleme in der zweiten Säule, die müssen wir selbstverständlich lösen. Da liegt auch ein Sozialpartner-Kompromiss auf dem Tisch, wo die Situation von Tieflöhnerinnen, die Situation von Teilzeitbeschäftigten endlich angeht und dort die Rente sichert. Ich bedauere sehr, dass deine Seite, unter anderem die FDP, es enormes Chaos veranstaltet hat im Parlament, nach wie vor veranstaltet und nicht bereit ist, in der zweiten Säule die Rente zu sichern und die Rente der Tieflöhnerinnen und Tieflöhner zu verbessern.
Am Schluss kann es passieren, und vor dem habe ich Angst, dass die Frauen zwar bis 65 arbeiten müssen, die Rentenverschlechterung müssen hinnehmen, aber es keine Verbesserung gibt in der zweiten Säule, wie das übrigens eben euren FDP-Ständerat Rudi Nusser-Schwag könnte. Also es wäre schöner gewesen, wenn man beides miteinander, also das eine schon gewusst hat oder beides miteinander könnte sagen, oder? Ja, ja. Also eben klarstellen, es gibt keine Rentenverschlechterung in der ersten Säule. Das ist wirklich ganz wichtig zum Festhalten. Und es geht heute um die AHV. Und nur über die AHV und nicht über das BVG. Aber können wir sie los, diskutieren, Matthias Müller, von dem BVG? Das ist Volkes Auftrag. Wir haben im 2017 genau das diskutiert. Da ist die SP auf der anderen Seite gestanden und hat gesagt, jawohl, wir müssen beides zusammen angehen, wir müssen beides reformieren. Es war mega kompliziert, es war eine aufgeladene Reformvorlage und das Volk hat das abgeschmettert an der Urne. Das Volk hat gesagt, nein, ist uns zu kompliziert, wir kommen nicht raus. Wir müssen Säule für Säule für Säule reformieren. Wir müssen die Säulen isoliert betrachten. Wir haben in der AHV spezielle Probleme, wir haben im BVG spezielle Probleme. Mit dieser Vorlage gehen wir Probleme wirksam an in der AHV. Das Parlament hat das Zeichen der Zeit erkannt in der zweiten Säule. Wir haben dort die genau gleiche Problemanalyse. Und wir Jungfreisinnigen sind bei unseren FDP-Leuten am Pushen, dass dort die Mehrfachbeschäftigungen, die Teilzeitmodelle, die neuen Arbeitsmodelle also bessere Rechnung tragen. Aber die BVG-Revision ja bleiben, nein, oder? Also das klar, wird nicht einfach werden, die durchs Volk zu bringen. Nein, aber in dem Fall ist es ja richtig, dass man sie eben einzeln anpacken und nicht nur mit einem weiteren Komplex verknüpfen. Aber ich bin davon überzeugt, dass das Parlament, dass die Frauen, die Jungen zusammen werden arbeiten, dass die BVG zugunsten von der Frauen, zugunsten auch von der Jungen, die mehr interessiert sind an Flexibilität, wird ausfallen. Aber es hat nichts zu tun mit der AHV-21-Vorlage. Bei der AHV-21-Vorlage wollen wir die AHV sichern. Ich kann es nur noch einmal sagen. 18 Milliarden Defizit per 2032. In der gleichen Zeit wird der AHV-Fonds, der Sparkessel der AHV, 10 Milliarden Franken verloren haben. Und ich habe bis jetzt noch keinen einzigen Vorschlag gehört, wie man diese Defizit, die wir jetzt auf Kreditkarten buchen, von den Jungen lösen wollen. Also fairerweise müssen wir ja sagen, Frau Meira, wenn wir jetzt Ja sagen, sichern wir, also wir kaufen uns Jahre. Zeit. Also gesichert ist das ja nicht. Also ich meine, ich müsste dann quasi am 26. September anfangen mit der neuen Reform. Ja. Oder? Also, aber stellen Sie sich vor, was würde passieren, wenn wir nichts machen würden? Dann fahren wir das Zeug an die Wand. Ja, dann müssen wir auch mit dem 26. September noch schneller anfangen aber mit der neuen Reform. Aber dann wird es noch einschneidender. Wenn ich das mal noch reagieren nach dieser Kaskade. Ja, wie man in der Vergangenheit gesehen hat, ist das Zusatzfinanzierungen für die AHV Mehrheiten findet im Volk. Wenn es einfach darum geht, die AHV mehr Geld zu gut zu lassen, um die Rente zu sichern, dann findet das eine Mehrheit im Volk. Dann bieten wir selbstverständlich auch Hand. Bei zum Beispiel einer Finanztransaktionssteuer, ein bisschen ab, eine Mehrwertsteuererhöhung bei schlechteren Rentenleistungen. Wenn man jetzt anschaut, was euer Ziel ist, ist ja nicht bei 65 aufhören, sondern was ihr sagt, ist, nach Tag 1 muss der Bundesrat eine Vorlage präsentieren oder spätestens im Jahr 2026 muss der Bundesrat eine Vorlage präsentieren, die heisst, alle Rentenalter 67, alle ein bisschen länger arbeiten, respektive alle, also ist eure Jungfreisinnige Initiative. Ja, wo hat das Parlament es hat eine Motion überwiesen, die sagt, es braucht ab 2026 eine neue Reform. Ja. Ich würde jetzt gerne auch ausreden lassen. Ich kann dich vorhin auch ausreden lassen. Ich glaube, wir können ein bisschen respektvoll da miteinander umgehen. Herzlichen Dank. Wo sagt, alle müssen dann bis 67 arbeiten, mindestens. Das ist eure jungfreisinnige Initiative. Alle sind sie dann nicht. Die sich es leisten können, werden früher gehen. Die geschehene Lehrerin, der Bäcker, der Logistiker. Buschauffeurs, die werden müssen länger arbeiten, obwohl sie heute schon nicht mehr mögen. Und obwohl wir immer produktiver werden, das heisst, die Lohnsumme immer mehr steigt und dementsprechend auch die Einnahmen von der AHV immer mehr steigen. Die Einnahmen von der AHV haben sich in den letzten 20 Jahren verdoppelt. Und das hat auch zur Folge, dass man, wenn man heute anschaut, wie es der AHV finanziell geht, dann hat sie im letzten Jahr 2,6 Milliarden Franken Gewinn gemacht. Der Bund musste seine Finanzprognose zum wiederholtesten Mal nach oben korrigieren. Das heisst, bis ins Jahr 2032 um 16 Milliarden Franken verbessern. Der Bund hat vor 11 Jahren gesagt, die AHV wird bis ins Jahr 2025 das Vermögen um die Hälfte reduziert haben. Ist nicht erfolgt. Heute haben wir so ein höheres AHV-Vermögen wie noch nie. Das heisst, wir können das Ganze auch ein bisschen beruhigter angehen, nicht so die Dringlichkeit an den Tag anlegen und eine Vorlage präsentieren, die eben die AHV endlich respektieren und endlich wieder existent sichern machen. Aber jetzt gleich noch, wenn wir jetzt am Anfang gesagt haben, eben, Sie haben selber gesagt, es ist schön, werden wir alle älter, es geht uns auch, wir sind auch alle gesünder, wenn wir älter werden. Aber jetzt wird sich der eine oder andere gleich fragen,
losgelöst jetzt von dieser aktuellen Frauendebatte, warum koppelt man dann, also wir werden älter, als wo man die AHV gegründet hat, wieso koppelt man dann die AHV nicht auch in irgendeiner Form an die Lebenserwartung? An die Lebenserwartung von wem? Leute wie wir, die studiert haben, haben um mehrere Jahre höhere Lebenserwartung als Kassiererin. Ja, also dann muss man das schon auch berücksichtigen, wer wie lange dann am Schluss AHV beziehen kann. Und wenn man sieht, 1970 ist auf einen Rentner ungefähr 5 Erwerbstätige gekommen, heute ist es auf einen Rentner 3. Das heisst, die Hälfte der Demografie haben wir schon hinter uns. Nur ist unsere AHV zugrunde gegangen? Ist sie bankrott? Nein, sie hat ein Vermögen von 50 Milliarden Franken, wie gesagt, letztes Jahr sogar einen Gewinn gemacht. Also, und das hat einen Grund. Wir werden produktiver, wir haben eine höhere Lohnsumme. Und einzig und allein die Lohnsumme ist relevant für die AHV-Einnahmen und dementsprechend die AHV. Also, auf einiges reagieren. Also, das erste Mal, wir haben eigentlich kein Finanzierungsproblem. Verstehe ich das richtig? Ich sage, wenn die Babyboom-Generation kurzfristige oder temporäre finanzielle Herausforderungen bietet, dann bieten wir selbstverständlich Hand für eine Zusatzfinanzierung. Da haben wir auch Ideen eingebracht, wie zum Beispiel die Negativzinsen von der Schweizerischen Nationalbank, die für Volksvermögen ist, 15 Milliarden Franken, doppelt so viel wie das, was die Frauenrentenalterhöhung einbringt, könnten wir das einspeisen. Wir sind auch offen für eine Finanztransaktionssteuer. Ab 2030 nimmt die Zahl der Neurentnerinnen und Neurentner ab. Und die Zahl der erwerbsfähigen Bevölkerung nimmt zu. Das ist das wirklich kreuzfalsch? Das ist einfach nicht kreuzfalsch. Also Matthias, ja, ich habe gestern Zahlen angeschaut von den Altersstrukturen. Wir haben heute 1,6 Millionen Rentner. Wir werden in 20 bis 30 Millionen 2,6 Millionen Rentner neue haben. Neue Rentnerinnen, wir könnten einander ein bisschen zuhören. Nein, Rentner. Rentner, die Renten wollen beziehen, gute Renten wollen beziehen. Und diese Renten sind heute nicht finanziert. Gleichzeitig nimmt der Anteil von den Aktiven prozentual sogar ein bisschen ab. Das sind einfach die Altersstrukturen gemäß Statistik vom Bundesamt für Statistik. Da heisst es jetzt wieder, die AHV geht es blenden. Entschuldigung, die AHV geht es nicht blenden. Von 2014 bis 2019 hat die AHV Defizit für Defizit für Defizit geschrieben. Darum haben wir die Steuer-AHV-Vorlage müssen machen, die 2 Milliarden in das System hineinpumpt, weil das System schon bach abgegangen wäre. Wir haben im Übrigen auch das Frauenrentenalter einmal müssen erhöhen, von 62 auf 64, weil wir gesehen haben, das passt nicht mehr zu der neuen Realität. Dann muss ich noch kurz einen Punkt machen zu dieser Verknüpfung mit der Lebenserwartung. Also unsere Initiative, weil Rentenalter 66, nicht 67, das ist schon mal falsch. Punkt 2, das ist gar nicht das Thema. Das Thema ist AHV 21. Das, was du geredet hast, steht nirgends im Abstimmungsbüchlein, ist nicht Abstimmungsgegenstand. Und also was ich auch noch verwerfe, was ist nicht sie behauptet, das Parlament, und sie hat es heute auch noch mal gesagt, das Parlament hat Rentenalter 67 ich beschlossen. Ich habe so nicht gesagt, wir haben aneinander wirklich geschaut. Ich habe gesagt, das Parlament hat eine Motion überwiesen. Genau. Und ich bin Teil vom Parlament. Und ich eine Motion überwiesen, die sagt, es braucht ab 2026 eine strukturelle neue Reform. Und was ist das für eine Reform, wenn nicht eine Erhöhung vom Rentenalter? Das Parlament hat den Bundesrat beauftragt, eine Vorlage zu erarbeiten, die besagt, wie können wir die AHV-Rente von 2030 bis 2040 sichern? Wie können wir diese Rente finanzieren? Punkt. So lautet die Motion. Und ihr tut jetzt in den sozialen Medien ein Video aufladen, wo es heisst, das Parlament hat das Rentenalter 67 beschlossen. Nur noch ein Punkt. Ich habe in meiner jungen Politkarriere, Matteo, noch nie erlebt, dass 3 Zeitungshäuser euch vorwerfen, dass sie durch die Lügen. Der Tagesanzeiger gestern hat gesagt, was ihr da sagt, mit Rentenalter 67 ist gelogen. Aber es ist wichtig, weil es geht um die AHV 21. Ja, aber mit Lügen und Sachen, die wir jetzt hier nicht belegen können, und das müssten wir jetzt können, fairerweise. Gehen wir noch mal zurück zu dieser ganzen Geschichte. Also gleich, wenn man mit jungen Leuten auch redet, oder? Also macht das natürlich Angst, vor allem, was sie gesagt haben. Oder früher haben 5 Leute für jemanden gearbeitet, jetzt sind wir bei 3, vielleicht wird es mal 2. Also da kommt schon auch die Idee, jetzt heisst es Sanierung auf dem Buckel der Frauen. Die Jungen haben das Gefühl, Sanierung auf dem Buckel von uns. Der Anteil der nicht Erwerbstätigen oder Bevölkerung ist seit 50 Jahren in etwa gleich hoch. Weil früher noch sehr viel weniger Frauen geschafft oder erwerbstätig waren und heute sehr viel mehr. Also das heisst, der Anteil der Erwerbstätigen steigt massiv, weil sehr viel mehr Frauen berufstätig sind und das ermöglicht eine höhere Lohnsumme. Ich habe nicht Angst um unsere AHV in Zukunft. Wenn wir es politisch schaffen, unsere AHV, die
solidarischste und die stabilste Altersvorsorge ist, wirklich zu finanzieren. Aber es ist natürlich auch klar, dass eure Seite seit der Einführung der AHV die AHV schlecht redet. Und warum? Weil Banken und Versicherungen, die ja sehr häufig eure Lobby sind, keinen Gewinn machen können mit der AHV. Sie haben ein Interesse daran, dass die Menschen Angst haben um ihre Rente, damit sie nämlich ihre völlig überteuerten dritte Säulenprodukte können verkaufen an den Leuten, die denken, okay, wenn ich nicht weiss, wie ich nachher von meiner Rente kann leben kann. Aber jetzt sind wir gleich wieder bei der ganzen Rente und nicht nur bei der AHV. Aber, ja, man muss glaube ich, auch das Gesamtsystem sehen. Eure Seite ist bereit, dass man dritte Säulen kann verdoppeln kann, was ausschließlich den 10% Reichsten in dem Land zu gut kommt. Steuerausfall von mehreren hundert Millionen Franken. Man könnte doch das Geld auch nehmen und die AHV zu gut kommen. Genau, aber da ist wieder die Frage, alles, wer für wer einsteht. Matteo, das hat alles mit der AHV nichts zu tun. Wir reden heute darüber, reden, ob wir die AHV für die nächsten 10 Jahre stabilisieren wollen. Ich habe es nochmal gesagt, der AHV-Fonds verliert bis 2032 10 Milliarden Schweizer Franken. Wir haben ein Umlagedefizit von 18 Milliarden Franken. Irgendjemand muss für das aufkommen. Und wir wollen mit dieser AHV Gleichstellung erreichen, wir wollen Stabilisierung erreichen. Und wir haben heute über das nicht geredet, aber es soll auch noch erwähnt sein, wir wollen Flexibilisierung erreichen. Ja, und das sind drei ganz wichtige Punkte. Ja. Ich möchte nur eine Zahl sagen. Schau, wir haben eine steigende Lebenserwartung und das verjagt das System, wenn wir das System dieser neuen Realität nicht anpassen. 1948, als jemand ins Rentenalter reingekommen ist, hat er 11 Jahre gelebt. Heute lebt er über 20 Jahre. Das ist eine Verdoppelung der Lebenserwartung. Und dieser Situation müssen wir gerecht werden. Und genau das macht die AHV-21-Reform. Gut, also, aber vielleicht noch kurz, Frau Meyer, Sie haben gesagt, Sie lehnen auch den Steuerteil ab, also den Mehrwertsteuerteil. Jetzt könnte man ja sagen, eigentlich würde das ein bisschen die Leute, die helfen zu sanieren, würde es ein bisschen auftun, weil wir wären nämlich wir alle betroffen, auch die Rentnerinnen und Rentner, nicht nur die Lohnbeiträge. Und trotzdem lehnen sie das ab. Warum? Wenn man eine Mehrwertsteuererhöhung macht, also wir müssen alle mehr zahlen für AHV-Renten zu sichern oder auszubauen. Da bieten wir selbstverständlich Hand. Das war auch unser Vorschlag im Parlament. Eine Mehrwertsteuererhöhung, gerade in jetziger Situation, wo die Krankenkassenprämien hochgehen, wo die Energiepreise explodieren, auch noch die Leute mehr zur Kasse zu bitten mit der Mehrwertsteuererhöhung, für noch eine schlechtere Rente, dagegen wehre ich mich. Und um das geht es in dieser Vorlage, die wir jetzt am 25. September abstimmen. Ich bin einfach nicht bereit, einmal mehr Menschen in dem Land zahlen zu lassen, während gleichzeitig die grossen Konzerne und die Oligarchen können mit Steuererleichterungen rechnen, weil ihr mit der Verrechnungssteuerreform die möchtet ein bisschen hochführen. Aber eben nochmal, es geht nicht um Verrechnungssteuerreform, es geht nicht um Oligarchen, es geht um die Finanzierung, um die Stabilisierung der AHV. Mehrwertsteuer, ich möchte da ganz gerne etwas dazu sagen. Wir müssen einfach die Verhältnisse ein bisschen wahren. Wir erhöhen die Mehrwertsteuer ein bisschen auf, weil wir es brauchen für die AHV, damit wir die AHV sichern können. Aber das bedeutet, auch nur, das ist jetzt auch nur einmal bis gedacht, bis 20, ja, 30 immerhin, plus minus. Aber immerhin, ist. Ja. Aber immerhin haben wir noch eine nachhaltige... Zur Sicherung, das langt nicht alleine, oder? Nein, aber immerhin haben wir eine nachhaltige, faire Finanzierungsvariante gefunden, wo alle einen Sanierungsbeitrag leisten. Darum ist die Mehrwertsteuer eigentlich fair, weil die AHV ist ein Generationenprojekt und da müssen sich alle Generationen daran beteiligen, wenn es um die Sicherung dieser AHV geht. Und schauen wir einfach ganz konkret an, was das bedeutet. Das bedeutet, für einen 100 Franken Lebensmitteleinkauf bedeutet das 10 Rappen mehr. Für einen normalen 100-frankigen Einkauf bedeutet das 30 Rappen mehr. Und das ist etwas, was auch der Rudi Strahm sagt, das ist verkraftbar, das ist fair, das ist nachhaltig. Und der Rudi Strahm, ich habe es heute dabei, der kritisiert das, was ihr da macht. Dass ihr die Mehrwertsteuerfinanzierung schlecht redet und vor allem, dass ihr früher A gesagt habt und heute B sagt. Frau Steinemann, die SP hat im Jahr 2017 einer Mehrwertsteuererhöhung zugestimmt. Die SP hat vor einem Jahr noch während der Beratungen der AHV 21 0,7 Prozentpunkte gefordert. Und heute tun sie es darstellen, als sagt, dass die grösste Todessünde dabei ist, es ein gutes Heilmittel. Ich finde es schön, wenn wir einander wieder zulassen. Ich habe vorne, genau gesagt, eine Mehrwertsteuererhöhung für wen man die Rente sichern kann, dann bin ich dafür. Das macht ja die AHV. Nein, sie tut sie abbauen. Aber wenn es dir so wichtig ist, die AHV finanzieren zu lassen, warum bietet ihr nicht Hand dafür, dass man zum Beispiel Dividenden AHV-pflichtig macht?
dann hätten wir mehrere hundert Millionen Einnahmen, die direkt der AHV zugutekommen. Also es gäbe die Möglichkeiten, ja, als ob man das so erzählt hätte. Ich will noch mal zurückkommen auf die. Sie haben das schon etwas angetönt mit der Frühpensionierung. Weitere Aspekte von dieser Reform. Wenn man mit Leuten redet, die länger arbeiten wollen, wie 65, die sagen, also eigentlich ist es so mässig spannend, weil ich zahle dann weiterhin AHV-Beitrag, aber ich kann ja an meiner Rente damit nicht schrauben und ich habe nichts davon in dem Sinn. Da würde man einen besseren Anreiz sich wünschen. Die Flexibilisierung, wie sie vorgesehen ist, ist unbestritten. Die könnte man aber auch in einer separaten Vorlage relativ rasch wieder durchbringen. Wo ich aber schon mich immer wird wehren, ist, wenn es um eine Rentenaltererhöhung für alle zwingend geht. Und das sieht eure jungfreisinnige Initiative vor, dass ihr in Zukunft wollt, ja, dass die Leute länger arbeiten, respektive die Leute müssen länger arbeiten, die es sich eben nicht leisten können, früher zu gehen. In einer Zeit, wo die Arbeitslosigkeit von der über 60-Jährigen die höchste Arbeitslosigkeit hat. Was? Also, du hast gerne den Kopf, ja, gut, dass aber, ich aber einfach so viel. Ich lasse diesen Menschen zu, die mit 55 ihren Job verloren haben und nicht mehr in den Arbeitsmarkt hineinkommen. Wenn Sie mit den Arbeitgebern reden, ist da natürlich auch wieder der Wunsch an Politik ein Grund, wieso ältere Arbeitnehmer nicht so attraktiv sind, ist nicht das Alter, sondern sie sind halt teuer in diesen Sozialleistungen, vor allem in der zweiten Säule. Gibt es Verbesserungen jetzt in der zweiten Säule, wo wir uns überhaupt nicht dagegen wehren? Das sieht auch der Sozialpartnerkompromiss vor, den wir unterstützen. Da haben wir in der AHV gar kein Problem. In der AHV, oder anders gesagt, wir müssen eben dort flexibilisieren. Und ich bin froh, sagst du dort, das ist unbestritten. Also wir müssen flexibilisieren, stabilisieren und modernisieren. Drei ganz gute Punkte, die man sich ansagen. Aber eben der Punkt, flexibilisieren. Also damit flexibilisieren, wir können sagen, 63, uns, was heisst das? Ja, dass man frei kann wählen kann, Selbstbestimmung im Alter. Frei kann wählen, ob man mit 63 oder mit 70 soll in den Ruhestand gehen. Das wird neu möglich. Frühpensionierung oder? Was eben auch genial ist, dass man kann einen Teilbezug machen, dass man zum Beispiel kommen und sagen, hey, mit 63 will ich einen Teil der Rente jetzt schon nehmen, aber trotzdem noch ein bisschen im Arbeitsprozess bleiben, Einkommen generieren, Beiträge zahlen in die zweite Säule, meine Renten so insgesamt aufbessern, aber trotzdem mich schon ein bisschen zurückziehen. Das ist heute nicht möglich, das wird neu möglich sein. Wir haben Anreize, die wir arbeiten, auch zum länger über 65 arbeiten, indem man Beitragslücken eher schliessen kann und so weiter und so fort. Das sind gute Punkte. Und dann noch kurz weg den Alten. Es wird von dieser Seite immer wieder das Bild gezeichnet, die älteren Leute sagen massenhaft arbeitslos und dürfen sich für nichts bewerben und so weiter. Das Bild ist falsch. Das hält den Fakten nicht stand. Die älteren Arbeitnehmer sind sehr gut in den Arbeitsmarkt integriert, die haben eine sehr hohe Beschäftigungsquote. Aber sie sind teuer, Matthias. Sie sind teuer, richtig. Darum sind wir, die Jungfreisinnigen, zuvorderst, zusammen mit den anderen Jungparteien, die im BVG fordern, dass wir einen Einheitssatz einführen, dass die Altersgutschriften nicht so hoch sind, also für die älteren Leute. Über 55-Jährige, die arbeitslos werden, nicht länger langzeitarbeitslos sind wie die anderen. Du würdest bestreiten, das hast du vorhin gerade gemacht, dass die aktuellsten Zahlen so sind, dass die über 60-Jährige die höchste Arbeitslosigkeitsquote haben. Das ist nun mal ein Fakt. Du musst mir zuhören. Ich habe gesagt, die älteren Arbeitnehmer haben im Grundsatz eine höhere Arbeitsfähigkeit, sie haben im Grundsatz eine höhere Beschäftigungsquote. Ich lese das in der Mitteilung vom Gewerkschaftsbund. Und sie haben aber ein Problem, und das will ich nicht bestreiten, sie haben das Risiko von der Langzeitarbeitslosigkeit. Das haben sie, aber das müssen wir wirksam angehen. Das gehen wir auch wirksam an. In dem hat die FDP gesagt, ja, Einführung der Überbrückungsrente, ja, Verbesserung bei der Arbeitslosenversicherung. Die Probleme gehen wir an, aber nochmal, das hat mit der AHV, wo will das Rentenalter nicht generell erhöhen, es will das Rentenalter angleichen, dass du und ich das gleiche Rentenalter haben. Um das geht es in der AHV 21. Also, Frau Meier, wenn jetzt der eine oder andere sagt, ja, aber so ein flexibles Modell oder vielleicht nur einen Teil reduzieren, aber noch etwas länger arbeiten, vielleicht meine Rente ein bisschen aufbessern. Also all diese Bausteine, die fallen auch. Also wenn man Nein oder Ja sagt. Oder? Also es ist nicht möglich, dass das dann bleibt, sondern das fällt alles auch, dass die Möglichkeit haben wir dann nicht. Aber selbstverständlich geht das auch weg. Wenn die Vorlage Nein ist, ist die Vorlage vom Tisch. Aber wir sind ja im Parlament und können relativ rasch eine kleine Vorlage zimmern, die Flexibilisierungselemente drin hat, das durchs Parlament schicken. Ich glaube, was aber schon auch noch wichtig ist, zu sagen, selbstverständlich ist eine Flexibilisierung gut. Aber es gibt heute schon ganz viel,
die einfach nicht mögen, die erschöpft sind. Gerade auch Frauen, die erschöpft sind von dem jahrzehntelangen Jonglieren zwischen Kinderbetreuung, Teilzeitjobs, ihre Angehörigen zu pflegen, Enkelkinderbetreuung, die ermöglicht, dass unsere Generation Familie und Beruf ein bisschen einfacher vereinbaren kann. Und ja, ich habe es am Anfang gesagt, und ich wünschte mir stark ein bisschen mehr Anerkennung für die Arbeit von unserer Müttergeneration. Ja, ein bisschen mehr Respekt auch vor dem, was die Frauen leisten. Ja, eins dürfen wir nicht vergessen. Du redest jetzt immer von den Frauen. Also die Männer haben es dann auch nicht einfach in diesem Land. Metzger, Bauarbeiter, die Elektroingenieure, die sind auch am Leiden. Und die sind auch am Krüppeln. Wenn du immer darstellst, Frauen gehen so schlecht, das muss man einfach ein bisschen relativieren. Man schaut für beide. Ich will mich gar nicht in so eine Geschlechterdebatte reinreissen lassen. Es geht am Schluss um ein gesellschaftliches Problem, um die Sicherung also der AHV. Und da haben wir Lösungen. Das hat man ja immer schon gesagt. Dass jetzt, man hat immer das Beispiel gemacht vom Bauarbeiter, der halt einfach so eine körperliche Arbeit hat. Dass man, das war immer ein Thema schon gewesen. Da wird es aber bei jeder Vorlage wird es eine Lösung geben für branchenspezifische Sachen, wo man sagt, faktisch nochmal einfach, dass Frauen ein Drittel weniger Rente haben als Männer. Aber nein, nicht in der zweiten Säule ist die Rentendifferenz sogar 63%. Matthias Müller, in der zweiten Säule ist die Rentendifferenz 63%. Aber die jungen Frauen, die jetzt Ihnen zuhören, Matthias Meyer, die sagen natürlich schon auch, also es ist immer so, dass Frauen Kinder bekommen, und es ist immer schon so, dass Frauen oder in Zukunft so, dass Frauen vermehrt Kinder haben und arbeiten. Oder? Und irgendwann werden wir alle auch Grossmütter und pflegen vielleicht unsere Eltern. Also man kann nicht sagen, es ist nur ein Problem von dieser Übergangsgeneration. Und das bleibt doch einfach, das ist unsere Gesellschaft. Ich hoffe natürlich sehr stark, dass gerade auch junge Männer ein bisschen mehr Verantwortung übernehmen. Ich erlebe das auch in meinem persönlichen Umfeld, dass man das auch gerechter verteilt, dass beide zuständig sind für Kinder grosszuziehen oder wenn ein Elternteil krank wird, den zu betreuen oder wenn Enkelkinder da sind. Und dass wir in unserer Gleichstellungspolitik werden erfolgreich sein, dass es eben mehr bezahlbare Kita-Plätze gibt, wie unsere Kita-Initiative fordert, dass wir endlich die Lohngleichheit haben, was auch mehr AHV-Einnahmen würde bedeuten, wenn wir Frauen endlich wieder anständig bezahlen, dass wir eine Arbeitszeitverkürzung hat, die eben würde ermöglichen können, Beruf und Familie besser zu vereinbaren, als das heute der Fall ist. Aber eben, ich habe heute Morgen einen exzellenten Leitartikel gelesen im Tagesanzeiger von der Raffaella Birrer, die gerade gesagt hat, als Antwort auf das, Matthias Meyer, alles richtig, gesellschaftlich komplexe Probleme müssen wir alle angehen, ich bin der Erste, der das macht. Aber das hat nochmal mit der AHV 21 nichts zu tun. Bei der AHV 21 wollen wir endlich das gleiche Rentenalter, 65-65 für Männer und Frauen. Wenn du Nein stimmst zu der AHV 21-Reform, haben wir nicht nur kein Problem gelöst in der AHV, wir haben auch alle anderen Gleichstellungsprobleme nicht gelöst. Aber mit der AHV 21 können wir endlich Gleichstellung machen. Wir können den Verfassungsartikel respektieren und eben das Rentenalter 65 einführen. Zumal wir müssen auch mal noch ein bisschen schauen, woher kommt das Rentenalter 64 für die Frauen eigentlich? In das wollen wir gar nicht hineingehen. Aber wenn ich dort schaue, wie die Männer anno 57 das gerechtfertigt haben, von wegen Frauen sagen Krankheitsanfälliger, sagen schwächere Geschlechter. Wir leben ja grundsätzlich ein bisschen länger genau. Als ihr Männer, Matthias. Genau. Wenn die Frauen leben, sind noch intelligenter und gesünder als wir. Aber darum sage ich, machen wir das gleiche Rentenalter. Also, wir sind am Schluss der Sendung und kehren an dieser Stelle immer alles einmal ein bisschen um. Matthias Meyer, bei welchem Argument der Befürworter könnten Sie sagen, doch, mit dem könnte ich leben? Dass die Flexibilisierung sinnvoll ist. Und Matthias Müller, wo sagen Sie, doch, da haben die Gegner einen Punkt? Die Gegner haben einen Punkt, wenn es darum geht, dass es Leute gibt, die körperlich sehr anstrengende Arbeit haben, die nicht so lange leben können, wie es für den Grundsatz gelten sollte. Und das ist ein Punkt, den wir in der nächsten Reform unbedingt aufgreifen müssen, den auch ich eine Hand bieten dazu. Gut, jetzt vorerst sehen wir am 25. September, was die Schweizer Stimmbevölkerung zu dieser Vorlage sagt. Vorerst ganz herzlichen Dank, Matthias Müller, Matthias Meyer. Das Abstimmungskonkret zu der AHV-Reform, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, diskutiert haben die Co-Präsidentin der SP Schweiz und Zürcher Nationalrätin Matthias Meyer und der Präsident der Jungfreisinnigen Schweiz, Matthias Müller. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse. Jetzt dann gerade TLZ aktuell. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Unterhaltung und wieder schauen miteinander. Konkret ist Ihnen präsentiert worden von der Flughafenregion Zürich, einem Wirtschaftsnetzwerk mit Leidenschaft in der dynamischsten Region der Schweiz.